Oh nee, da habe ich letztes Mal noch so. Oh nee. Ja. Guten Tag. Ich würde sagen, wir gehen über die Brücke rüber. Guck mal, da ist auf jeden Fall schon mal wer. Ganz falsch sind wir scheinbar schon mal nicht. Hier ist alles so weiß. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt mit dir reden, aber ich möchte mir einmal diesen Ort eigentlich ein bisschen genauer angucken. Ich würde sagen, ich gehe einmal erst nach da hinten hin. Und guck mich hier mal ein bisschen um. Ich meine, man muss es ja mal ein bisschen genießen, was hier ist, ne? Schon ein Schnieker-Ort. Jetzt, wo ich hier stehe, muss ich sagen, erinnert mich das, ich muss jetzt, also beziehungsweise erinnert mich nicht daran, aber ich muss deswegen daran denken, an den japanischen Garten, in dem wir waren, Lucy, du erinnerst dich? Ich weiß nicht, warum ich da jetzt dran denken muss, aber, vielleicht, weil ich in dem Garten bin, aber, du solltest nicht da lang gehen, aber ist okay, dann geh halt da lang. Und ich weiß, dass das keiner ist, also alles gut. Ja, ich rede ja schon mit der. Guten Tag. Hallo Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Ja, da bin ich. Du hast den Abweichler nicht gefunden, der den Mann getötet hat. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Es tut mir leid. Ich hätte Erfolg haben müssen. Ja, hättest du, aber ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen hattest du nicht. Leb Ist schon damit. gut. Ich bin sicher, dass du ab jetzt mehr Weitsicht zeigst. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar. Und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Ja. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Achso, ich habe jetzt eigentlich anders gedacht mit Anpassen, aber naja, gut, okay. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Ja. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wow, eine Ehre für Connor hier. Wenn niemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe deine Untersuchung fort und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Ich dachte, als ich anpassen gewählt habe, eigentlich eher, dass er sich in dem Sinne anpasst, dass er mit dem nicht dauernd sich kloppt. Okay, was anderes machen? Nö. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Klar. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Es wird nicht der erste sein, schätze ich mal. Detective Red. Oh, muss ich jetzt hier echt alle Schreibtische absuchen?
Wow. Nein. Wie er auch lieber da ist, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich hab's auch gesehen. Hä, bin ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen? Hab nichts gefunden. Miller? Wilson? Ein Lehrerplatz. Willst du mich verarschen spielen? Der hier ist es auf jeden Fall nicht. Den hier habe ich glaube ich noch nicht geguckt, kann das sein? Was kann ich denn hier machen? Warte mal, da habe ich zwei Sachen, die ich machen kann. Ach, weil das zwei Schreibtische sind. Man kann die auch so lesen, ohne dass ich daran zoome. Aber ich möchte da jetzt hingehen. Ich möchte nicht den Scheißplatz suchen. Der meckert mich nur an. Brown. Okay, ich suche den Platz ja schon. Miller. Was haben wir hier? Hier arbeitet offensichtlich niemand. Du bist es nicht. Ihr zwei seid es auch nicht. Der Schreibtisch. Ich schätze mal, das ist. Was ist hier? Warum haben die das hier hingebaut? Das triggert mich. Kann ich mit dir reden? Nö. Ich habe ihn gefunden. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Das Danke. Ist eine interessante Aussicht. Boah, der kriegt doch die Krise, wenn ich mich auf seinen Platz setze. Wow, das Hinsetzen hat sich voll gelohnt. Warte mal, was darf ich machen? Das wäre er hier, ne? Okay, 8 Stück. Ich Bock hab. Streichhölzer. Hundehaare. Red Eyes Sondereinheit. Habe ich nicht ganz lesen können. Warte einen Moment. Abteilungsübergreifende Einheit. Verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes. Okay. Donuts. Finde ich gut. Auch wenn mich das, ich muss ehrlich sagen, das würde mich stören, wenn ich so auf meine Donuts angucke und dann so eine Anzeige kommen würde, was ich da gerade esse, nee, das hätte ich, muss ja nicht sein, finde ich.
Okay. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer-Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes-Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildlich investigative Polizeiarbeit. Okay, gut, das eine Wort war jetzt, das vergessen wir mal wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hey, in mein Büro. Wir hören mir das Briefing an. Hey, jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Eine alten Dame kam der Haus und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Oh, das ist cool. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Aua! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Ja. Die Laune ist mal im Keller, würde ich sagen. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Mach Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain. Ja, wünsche ich mir auch. Alles klar, guten Hunger. Was gibt's denn Leckeres? Mach mich mal neidisch. Halt, ich möchte erst das lesen. Nein, ich möchte das lesen, habe ich gesagt. Alles klar, Lucy, viel Spaß hier im Lurk auf jeden Fall. So, ich habe genug gelesen. Kann ich noch irgendwas machen oder bin ich jetzt hier, weil ich da das jetzt gemacht habe, schon in die erste Sackgasse gelaufen? Sieh mal da. Der liebe Hank hat einen neuen Partner. Lass dir schmecken. Einen Plastikdetective. Hey, säufst du mit ihm? Bringst du ihn nach Hause, wenn er sein Auto nicht mehr findet? Würde ich machen, ja. Er stinkt nach Bier. Hallo, mein Name ist Connor.
Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Steht doch auf meine Jacke drauf. Ein Prototyp? Androiden-Detektor. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Nö. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Aua. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Nö. Kapiert? Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Nö, ich halte dich nicht fern. Ich gehe jetzt gleich wieder zu ihm hin. Jetzt möchte ich zu dem hingehen. Die Polizei von Detroit war in der Vergangenheit. Kann ich dem Anderson Donuts mitbringen? Weil der mag doch Donuts. Puh, jetzt bin ich neugierig, jetzt gucke ich mich hier weiter um. Guten Tag. Klar. Ich kann mit denen nicht interagieren, ne? Ja. Das klappt mir so. Dann habe ich mich jetzt mal umgeguckt, was? Ich nehme das, was ich freigeschaltet habe. Tut mir leid, dass ich gestern in diese Bar kam, Lieutenant. Ich habe wohl Ihren Abend verdorben. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Oh. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Ach so, ich wollte positiv sagen. Den benutzt gerade keiner. Ja, cool, dann nehme ich den. Er ist nicht begeistert von mir. Aber ich hatte jetzt auch irgendwie nicht so Interesse daran. Auf positiv finde ich, das kann so auf vieles sein, ne? Das kann auch so heuchlerisch sein und das will ich nicht. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Detective Arbeit. Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Gut, dann frage ich jetzt nach der... Doch, Basketball, nehmen wir Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Ja, hab ich ihn versaut, ne? Oh. Ja, will ich jetzt das Anti-Androiden-Ding auch noch sagen? Na ja, komm, ich nerv ihn nicht. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Cool, danke. Ach, ich möchte jetzt nicht so unbedingt auf den Anti-Androiden rum... egal, mal jetzt. Zwei. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen?
Ja. Es gibt ein. Ja, hau mal raus. Was habe ich gemacht? Okay, ich habe den Fall nicht gelöst, aber. Vermisse, er wollte, er habe einen seinen Androiden immer wieder zu Hause gelassen. Sei, als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden, dessen Modells AV500 Nummer 234 777 821 angegriffen worden, der als Kellner bei einer Restaurantkette Fast Coney Dogs, sind das Coney Dogs? Ja, genau, in 842 bla 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 arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden einen AP-700 Nummer 480 913 802 angegriffen worden zu sein. Der Android hatte außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Der Kläger, der Manager des Eden Clubs, berichtet von unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden Modell WR400 Nummer 641 790 831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ihn nie zum Club ist nie zum Glück zurückgekehrt. Der berühmte Maler Karl Manfred wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototypmodell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Der Kläger behauptet, gemeinsam gewaltsam von seinem Haus von einem AX400 Modell angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hatte bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Okay, weiter kann ich nicht scrollen, so wie es aussieht, ja. Okay, gut, dann haben wir uns das jetzt auf jeden Fall einmal alles durchgelesen. Und natürlich auch Markus dabei entdeckt. Ich gehe mal davon aus, dass das kein Zufall ist. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Baby, hör zu, ich kann jetzt nicht reden. Ey, komm, ein bisschen motivierter könnte er schon sein, ja? Ja. Ich hab dass Sie nicht gedrückt, weil ich auf den Chat geguckt habe. Ich wollte gerade sagen, aber Kara war auch dabei, aber... Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Ja, ist okay. Mecker mich ruhig an, ist egal. Unser Verhältnis ist sowieso im Keller. Mein Auftrag ist diese Mission, hey. Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Das Labor sagt, das Zeug wurde... Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Aber ich hab Bock, dich zu nerven. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Boah, ist der nervig, ey. Und er tut mir irgendwie ein bisschen leid. Hank ist sauer. Finde ich gut. So, jetzt...
Ach, ich mal eben ein Stückchen hier. Ich habe ja was neben mir stehen, also muss es nicht aufstehen. Also alles supi.